Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit dem Landwirtschaftssimulator 2017 auf meinem Kanal. Simulations-Let's-Play. Mein Name ist Tom und ja, wir haben heute einen Einsatz und es scheint die Sonne, es ist sehr warm, es sind 45 Grad. Nein, Quatsch, 35 Grad in dieser schönen Stadt hier und natürlich steigt damit die Waldbrandgefahr und einfach die Brandgefahr enorm an. Und auf jeden Fall ist es hier der Fall. Die Feuerwehr hat hier genug zu tun. Und auf jeden Fall haben wir jetzt auch einen Einsatz mit einem Waldbrand. Ich freue mich, ihn schon jetzt zu fahren. Und vorher noch kurz, wir haben heute wieder zwei neue Mods, einmal den RTW und noch ein MELF. LHLF. So. Und auf jeden Fall Grüße gehen raus an Lukas und Daniel, die mir die Fahrzeuge immer zur Verfügung stellen. Guckt bei denen auch gerne mal vorbei bei Lukas. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt den Einsatz. Wünsche euch viel Spaß. Vergesst nicht, Like und Abo dazulassen, damit ihr keine Videos mehr verpasst und keine Livestreams vor allem. Dann wünsche ich euch jetzt noch ganz viel Spaß und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bin dann mal raus und ciao. Thank you.
So Leute, das war dann jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tut mir leid, dass es wieder gehakt hat. Ich weiß, die Videoqualität ist nicht so berauschend. Aber ich habe einfach vergessen, meine Grafikeinstellung zu speichern, die ich neu eingestellt habe, ja. Habe ich erst während dem Video bemerkt. Tut mir leid, auf jeden Fall nächstes Video wird es besser. Und dann, ja, wollte ich euch nochmal Danke sagen, wie ihr in letzter Zeit aktiv seid. Ja, also ihr gebt ganz viele Daumen nach oben. Es gibt ganz viele neue Abonnenten. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Links findet ihr den neuesten Upload. Rechts findet ihr jetzt ein zufälliges Video. Und in der Mitte könnt ihr abonnieren. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao. Achso, Einsatzideen bitte in die Kommentare. Dankeschön. Ciao.